heute gegen die TSG Hoffenheim. Und ich gebe ganz ehrlich zu, auch dieses ist so ein Spiel, da habe ich so meine Probleme drin, das richtiggehend einzuschätzen. Denn die TSG wirkt auf mich bislang in der Saison wie so eine Art Wundertüte. Natürlich haben die mit Leuten wie Kramaric wirklich richtig gut was aufzubieten. Auch hinten im Tor natürlich Oliver Baumann, absolut nicht zu verachten. Und die wissen einerseits wirklich auch richtig Zauberfußball zu spielen, andererseits wiederum gegen deutlich schwächere Mannschaften, zumindest tabellarisch deutlich schwächere Mannschaften, haben die so ihre Probleme und lassen da auch schon mal Punkte liegen. Bei uns ist es wirklich so, dass wir heute die Chance haben, in Bezug der auf einen Europaplatz, dass wir dort heute auf eben unsere Ausgangsposition deutlich verbessern können. Und wir haben die Chance da, ich glaube zumindest auf Platz 6 aufzurücken. Und ich denke mal, das ist doch schon mal durchaus eine ganz, ganz gute Sache. Und wie will ich das heute machen? Also je nachdem, wie schon gesagt, ich weiß nicht genau, was die Hoffenheimer heute anzubieten haben. So genau habe ich die Spiele von der Nagelsmann-Truppe in letzter Zeit auch nicht so verfolgt. Aber ich würde anfangen erst einmal mit einer 4-4-2-Raute, je nachdem, was die Hoffenheimer machen. Können wir natürlich auch variabel umstellen, zum Beispiel auf ein 4-3-3 oder womöglich sogar auf ein 4-1-4-1. Je nachdem, was kommen wird. Also eine 4-4-2-Raute, die will ich erstmal so machen, von der Massen. Und zwar im Tor natürlich ganz klar, hier Tipa Flenka, dann die Viererkette, Ludwig Augustinsson, Niklas Moisander, Bastian Langkamp und Theo Gebrselassie. Und im Mittelfeld dann mit auf der 6 mit Doris Schein und ihm zur Seite David Klaassen, Maxi Eggestein und womöglich auch noch mit Kevin Mühlwald, der mir gegen Düsseldorf also sehr, sehr gut und auch gegen und auch in Dortmund hervorragend gefallen hat. Und vorne haben wir auch die große Auswahl, aber da würde ich erstmal sagen, neben Max Kruse anfangen mit Martin Hanek. Wenn ich aber jetzt übrigens auch wiederum in den Kader setzen würde, das ist für mich mal wieder Florian Kainz. Ich weiß, Kainz ist jemand, der zuletzt doch ein bisschen in der Form doch ziemlich verflacht war, der auch relativ inkonstant spielte bislang. Aber wir wissen alle auch, was er eigentlich für Möglichkeiten hat. Zumindest ist es so, dass Florian Kohfeldt weiterhin auf ihn baut und dass er auf jeden Fall eben die Chance gibt, über die Trainingsarbeit wieder an den Kader heranzukommen. So. Und ich würde erstmal mit einem 4-4-2 anfangen und dann, je nachdem, was die Hoffenheimer machen, können wir da ja immer noch umstellen. So, mein Wendertisch ist auch wieder gedeckt. Für all diejenigen, die ihn immer noch nicht kennen, will ich ihn mal vorstellen. Ja. Fangen wir mal in der Mitte an. Das sind hier die drei Teddys hier, wie ihr das seht. Yep. Die Fahne, die Werder-Fahne, heute müssen Mucke hören, ja. Jawohl, ja, haben wir alles. Die drei Enten sind auch da. Das Schwänzchen ist da. Die beiden Frösche. Und natürlich der wettervollen Gartenzwerg. Dann haben wir hier noch ein bisschen Gedöns hier, wie man hier im Norddeutschen so sagt. Eine Werder Bremen Bommi Kaffeetasse. Von Bommi unterschrieben beim Tag der Fans vor einigen Jahren. Und dann habe ich hier noch die beiden Biergläser von Werder Bremen. Eine Werder Bremen Trinkflasche. Mein Glas mit Tim Borowski drauf. Das ist schon eine echte Rarität, sowas hier. Ein paar Buttons habe ich hier. Die Bedeutung davon, eine Auswahl davon habe ich ja euch jetzt auch gezeigt. Und die Bedeutung davon. Natürlich der Werder Bremen, der Kellogg's Truck mit schön was an Müsli und Cornflakes. Werder Bremen Schnapskrug. Ja. Und der Werder Bremen Schreibstift. So. Und da habe ich hier nochmal ein paar meine Becher drauf, 35 Stück an der Zahl. So, bitteschön. Da haben wir sie. Und meine Schals, zwei da. Drei da. Jawohl, da sind sie alle drei. 1, 2, 3. Das Ganze angerichtet auf einer schönen Werder Bremen, dreigeteilten Werder Bremen Tischdecke.
So, ich bin dann auch im Stadion und wer weiß, vielleicht sieht man dich ja, wäre schön, wäre auch, jetzt auch schön, wenn ihr mal wieder unten ins Kommentarfeld ein paar Grüße loslassen würdet. Verstehe nicht, warum das in letzter Zeit so, warum das schon so lange so verwaist ist. Habe ich ja immer wieder angeboten. Lasst mal wieder ein paar Grüße rein, los. Könnt ihr mal reinschreiben, wie er das Spiel sieht. Ob ihr auch so das sieht, wie ich das geschrieben, wie ich das jetzt gerade eben im Video beschrieben habe. Und ja, ansonsten, wie schon gesagt, lebenslang Grün-Weiß, lebenslang Werder Bremen und vielleicht sieht man sich ja nachher. Also, bis dann, ciao, ciao.